Willkommen zurück. Heute starten wir mit Kapitel 4. Wir haben ja jetzt im letzten Video uns angeschaut, das Pokerspiel hier. Das Pokerspiel hat ganz gut illustriert, was man alles so mit Spielen mit unvollständigen Informationen machen kann. Jetzt kommen wir zum Kapitel 4 und da geht es um dynamische Spiele mit unvollständigen Informationen. Also dynamisch, das heißt sequenzielle Spiele und die Spieler wissen irgendetwas nicht über die anderen Spieler oder über die Zufallszüge. Deswegen unvollständige Informationen, wobei wir natürlich wieder daran denken müssen, dass unvollständige Information verwandelt wird in imperfekt. Damit wir den Überblick erhalten, erstmal hier eine Kategorie dieser ganzen Gleichgewichtskonzepte, die wir in dieser Vorlesung jetzt schon gemacht haben. Wir haben angefangen mit statischen Spielen und perfekter Information. Und da kamen wir natürlich dann zum Nash-Gleichgewicht. Dann haben wir uns überlegt, was passiert, wenn wir dynamische Spiele haben und perfekte Informationen. Dann haben wir uns das teilperfekte Gleichgewicht angeschaut oder eben einfach die Rückwärtsinduktion. Wenn wir jetzt jedoch zu Spielen kommen mit unvollständigen Informationen, müssen wir die erstmal verwandeln in Spiele mit imperfekter Information, also Spiele, die Informationsmengen haben. Und in solchen Spielen brauchen wir ein anderes Gleichgewichtskonzept. Das hat irgendwas mit Bayesianisch zu tun, also mit bedingten Wahrscheinlichkeiten eigentlich. Und im statischen Fall, das hat Kapitel 3, die Auktionen und so weiter, da haben wir uns das Bayesianische Nash-Gleichgewicht angeschaut. Und jetzt in dieser Vorlesung schauen wir uns das perfekt Bayesianische Gleichgewicht an. Das ist sozusagen noch eine Stufe mehr. Es ist insofern mehr, als es sowohl das hier impliziert, als auch das hier impliziert. Und natürlich impliziert das teilperfekte Nash-Gleichgewicht das Nash-Gleichgewicht und das Bayesianische das Nash-Gleichgewicht. Das heißt also, wir werden hier, das Nash-Gleichgewicht ist das schwächste Konzept, teilperfekte Gleichgewicht ist stärker. Bayesianische Nash-Gleichgewicht ist stärker und das perfekt Bayesianische Gleichgewicht ist stärker als alle anderen drei Konzepte. Das heißt, es impliziert alle anderen. Man kann also theoretisch auch das perfekt Bayesianische Gleichgewicht auf ein ganz normales, statisches Normalformspiel anwenden. Nur da ist es nicht sehr sinnvoll. Da kann man einfach auch ganz normales Nash-Gleichgewicht benutzen. Da ändert sich dann nichts. Aber theoretisch könnte man also auch hier mit Kanonen auf Spatzen schießen. So, das ist das, was wir jetzt vorhaben. Also wir wollen jetzt uns das perfekt Bayesianische Gleichgewicht anschauen. Erstmal zur Motivation. Ein Spiel, das zeigt, dass das teilperfekte Gleichgewicht in dynamischen Spielen oft nicht ausreicht. Wir haben hier ein Spiel, wo der Spieler 1 drei Möglichkeiten hat. Er kann links spielen, er kann Mitte spielen oder er kann rechts spielen. Und wenn er rechts spielt, ist das Spiel direkt zu Ende. Spieler 2 kommt also nur dran, wenn links oder Mitte gespielt wird. Er weiß aber nicht, ob Spieler 1 links oder Mitte gespielt hat. Und jetzt schauen wir uns mal ein bestimmtes Gleichgewicht an. Ich behaupte, das Gleichgewicht R, R' ist ein teilspieleffektes Nash-Gleichgewicht. Okay. Woran kann man sehen, dass es überhaupt ein Nash-Gleichgewicht ist? Und dann wir können überprüfen, entweder in der Extensivform wie hier oder in der Normalform wie hier, dass es sich nicht lohnt, für einen Spieler abzuweichen. Also erstmal kann man natürlich diese Extensivform nehmen und das in die Normalform umwandeln. Der Spieler 1 hat ja drei Strategien, der Spieler 2 hat nur zwei. Und dann können wir die Auszahlung da einfügen und dann können wir unterstreichen und dann sehen wir, dass R' tatsächlich ein Nash-Gleichgewicht ist, weil es für keinen Spieler sich lohnt, abzuweichen. Allerdings sehen wir auch, dass R' für den Spieler 2 tatsächlich auch schwach dominiert ist, weil 0 ist schlechter als 1, 1 ist schlechter als 2 und 3 ist gleich gut. Das heißt also, R' ist schwach dominiert. Nichtsdestotrotz ist R' ein Nash-Gleichgewicht. Warum ist es auch teilspieleffekt? Ganz einfach, weil dieses Spiel kein echtes Teilspiel hat. Denn ich kann ja nicht einfach jetzt hier dieses untere Spiel hier abschneiden. Das darf ich nicht, weil das würde nicht mit einem Knoten beginnen. Beziehungsweise, wenn ich es hier oben beginne, dann hätte ich das ganze Spiel
Also ist das hier kein echtes Teilspiel. Und wenn ein Spiel kein echtes Teilspiel hat, dann ist Nash-Gleichgewicht gleich Teilspiel perfekt. Wenn das kein echtes Teilspiel hat. Ja, dann hat also Teilspieleffekt halt überhaupt keinen Biss. Es bleibt einfach bei der Nash-Gleichgewicht-Definition. So. Man kann übrigens natürlich auch in der Extensivform überprüfen, ob man hier abweichen möchte. Und das sieht man auch leicht. Also Spieler 2 kommt ja gar nicht zum Zug, wenn Spieler 1 R spielt. Das heißt, er will natürlich nicht abweichen, beziehungsweise er hat keinen strengen Anreiz abzuweichen von R' auf L'. Es bringt ihm nichts, es ändert seine Auszahlung nicht. Er hat also keinen strikten Anreiz abzuweichen. Und Spieler 1 hat auch keinen strikten Anreiz abzuweichen, weil wenn er abweichen würde, zum Beispiel zu links, dann würde er 0 bekommen anstatt 1. Und wenn er zur Mitte abweichen würde, würde er ebenfalls 0 bekommen. Das heißt, keiner der beiden Spieler hat einen Anreiz abzuweichen und das zeigt, dass das hier ein Nash-Gleichgewicht ist. Und damit auch ein teilspieleffektes Nash-Gleichgewicht. Okay, dieses Beispiel zeigt also, mit dem teilspieleffekten Nash-Gleichgewicht kommen wir nicht weiter. Das hat auch Selten schon erkannt. Reinhard Selten, der das teilspieleffekte Nash-Gleichgewicht erfunden hat. Er hat dann sein eigenes Konzept 1975 entwickelt, das sogenannte Trembling Hand Perfect Gleichgewicht. Das ist recht populär, aber wie wir sehen werden, ist es in manchen Spielen etwas schwierig anzuwenden, oder beziehungsweise werden das nicht benutzen. Es ist tatsächlich so, dass es etwas schwierig anzuwenden ist. Deswegen wurde das perfekt bayesianische Gleichgewicht entwickelt. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Warum ist überhaupt dieses Beispiel jetzt ein wenig irritierend? Nehmen wir mal an, Sie sind Spieler 2 und Sie kommen dran. Sie kommen jetzt wirklich dran. Dann wissen Sie doch eigentlich, dass Spieler 1 entweder links oder Mitte gespielt hat. Das heißt, Sie wissen, dass Sie jetzt hier sind. Und jetzt ist es ja so, der Spieler 2 überlegt sich, wenn ich R' spiele, dann bekomme ich, wenn ich an diesem Knoten, ich weiß doch nicht, an welchem Knoten bin, angenommen, ich wäre an diesem Knoten. Wenn ich R' spiele, bekomme ich 0 gegenüber 1. Wenn ich an diesem Knoten bin, bekomme ich 1 gegenüber 2. Das heißt also, R' ist immer schlechter als L'. Und zwar egal, wo ich glaube, an welchem Knoten ich bin. Es ist vollkommen egal, ob ich glaube, ich bin am linken oder am rechten Knoten. Ich würde immer L' bevorzugen. Das heißt, aus Sicht von Spieler 1 ist es eigentlich unglaubwürdig, von Spieler 2 mit R' zu drohen. Denn das ist ja letztlich, was er tut. Er tut quasi so, er sagt quasi, ich könnte ja R' spielen, denn dann bekommt er hier oben die 3. Weil er dadurch den Spieler 1 bewegt, R zu spielen. Aber R' ist eigentlich eine unglaubwürdige Drohung, denn wenn Spieler 1 jetzt doch das Spiel beginnt und entweder links oder Mitte spielt, dann würde Spieler 2 nie R' spielen wollen. Es ist gar nicht mehr in seinem Interesse. Er wird auf jeden Fall L' spielen würden. Also, diese Drohung ist unglaubwürdig und eine der Ziele von unserem teilspieleffekten Gleichgewicht war ja, unglaubwürdige Drohungen auszuschalten und genau das werden wir jetzt mit Hilfe des perfekt bayesianischen Gleichgewichts tun. Wir brauchen also ein anderes Gleichgewichtskonzept und dieses andere Gleichgewicht heißt perfekt bayesianisches Gleichgewicht. Ich werde es oft abkürzen mit PB-Gleichgewicht. Okay, dieses werden wir jetzt definieren durch eine Reihe von insgesamt 4 Forderungen. Das heißt also, wenn wir prüfen wollen, ob eine bestimmte Konstellation von Strategien, und wir werden gleich sehen, wir brauchen noch was weiteres, nämlich auch Beliefs, ob eine bestimmte Konstellation von Beliefs und Strategien ein perfekt bayesianisches Gleichgewicht ist, dann müssen wir einfach überprüfen, ob diese 4 Forderungen erfüllt sind. Und wenn wir auch nur eine Forderung finden, die nicht erfüllt ist, dann wissen wir, dass es kein Gleichgewicht. Also, wir beginnen mal mit der Forderung 1 und die ist recht einfach. Sie lautet einfach, jeder Spieler muss an jeder seiner Informationsmengen Beliefs darüber haben, an welchem Knoten er sich befindet. Sie erinnern sich, dass wir
auch gesagt haben, ein Knoten, der einzeln ist, der also nicht Informationsmenge ist, ist theoretisch auch eine Informationsmenge. Das heißt, der sieht einelementig aus, so wie hier, während hier eine zweielementige Informationsmenge ist. Der Spieler, der hier dran ist, der muss auch ein Belief haben, laut dieser Definition, der Forderung, aber der ist natürlich trivialerweise einfach immer eins, weil er weiß ja, wo er ist. Er weiß, an diesem Knoten ist er mit Sicherheit gegeben, man hat die Informationsmenge erreicht. Während der Spieler, der hier dran ist, der weiß nicht, ob er jetzt an diesem Knoten ist oder an diesem Knoten ist. Das ist also das, was die Forderung 1 einfach nur fordert. Man soll nicht wissen, an welchem Knoten man ist, sonst wäre die Informationsmenge ja weg, sondern man soll darüber einen Belief haben. Also einen Glauben, man soll also eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dem zuermessen, ob man an einem linken oder einem rechten Knoten ist. Das ist erstmal alles. Einfach nur, dass man eine solche Wahrscheinlichkeit hat, einen solchen Belief hat. Das ist die Forderung 1. Und die Forderung 2 ist, jetzt muss es so sein, dass der Spieler, der diesen Belief hat, sich dann sequenziell rational verhält. Okay, was bedeutet das? Sequenziell rational heißt, dass an dieser bestimmten Informationsmenge sich der Spieler eine Strategie auswählt, eine Aktion auswählt, besser gesagt, eine Aktion auswählt, die optimal ist, gegeben, dass diese Informationsmenge wirklich erreicht wird. Also, das ist jetzt wieder die Idee von Teilspieleffektheit. Wir überlegen uns nicht nur, ob wir wirklich auch diese Informationsmenge erreichen, sondern gegeben, wir wären jetzt da, gegeben sein Belief, also die Wahrscheinlichkeit, ob am linken oder am rechten Knoten ist oder an noch weiteren, wenn da mehr sind. Und natürlich auch die Strategien der anderen Spieler ab diesem Zug, also die noch weiter unten kommen. Das heißt alles sequenziell rational. Das sind erstmal die ersten beiden Forderungen. Und jetzt ist es ganz gut, wenn wir vielleicht mal dieses direkt wieder für unser Beispiel hier anwenden. Das ist unser Beispiel. Wir fordern also, dass der Spieler 2 ein Belief hat, ob er am linken oder am rechten Knoten ist. Und wir warten, es ist mir jetzt vollkommen egal, erstmal welcher Belief das ist. Ich sage einfach, dieser Belief heißt P. Und natürlich dann 1 minus P am anderen Knoten. Und egal welches P ist natürlich irgendwas zwischen 0 und 1. Ja. Alles andere lassen wir erstmal offen. Und jetzt hat er also diesen Beliefs P und P1 minus P. Und jetzt überprüfen wir, was bedeutet es für Spieler 2, sich sequenziell rational zu verhalten. Er muss also sich überlegen, nun unterhalb und nach ihm kommt niemand mehr. Das heißt also, die Strategien der anderen Spieler, die kann er vernachlässigen. Die gibt es nicht mehr. Er muss also einfach nur überlegen, welche Aktion ist jetzt optimal, Linksstrich oder Rechtsstrich. Und dann rechnen wir aus, welche Auszahlung bekommt er jetzt mit Rechtsstrich oder mit Linksstrich. Wenn er Rechtsstrich wählt, bekommt er 0 in jedem Fall, Entschuldigung, ist 0 oder 1. Er bekommt 0 mit Wahrscheinlichkeit P, weil er ja glaubt, hier ist, dann kriegt er 0, wenn er R-Strich wählt. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P kriegt er die 1. Das heißt insgesamt 1 minus P. Wenn er Linksstrich spielt, kriegt er 1 mit Wahrscheinlichkeit P und 2 mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P. Das vereinfacht sich zu 2 minus P. Und natürlich ist 2 minus P immer größer als 1 minus P, weil ja P zwischen 0 und 1 liegt. Und damit ist klar, dass der Spieler 2 nur eine Aktion hat, die sequenziell rational hat. Nur L' ist sequenziell rational. Und damit ist klar, R' darf nicht Teil eines perfekt-bayesianischen Gleichgewichts sein. Das heißt also, das Gleichgewicht R', wird bereits durch die Forderungen F1 und F2 eliminiert. Das kann nicht ein perfekt bayesianisches Gleichgewicht sein. Zum Glück gibt es hier noch andere, aber dieses Gleichgewicht kann schon mal nicht perfekt bayesianisch sein. Ja, weil es die Forderung 1 und die Forderung 2 zusammen schon mal nicht erfüllt.
Jetzt haben wir noch zwei weitere Forderungen, die ich gleich noch erklären werde, aber die brauchen wir für dieses Spiel eigentlich noch gar nicht. Das heißt also, für manche einfache Spiele reicht es einfach mal, die Forderung 1 und die Forderung 2 zu überprüfen. Und wenn die schon nicht erfüllt sind, dann kann ich direkt sagen, diese Konstellation, diese Strategienkombination RR' kann nie Teil eines perfekt-bessianischen Gleichgewichts sein. Okay, jetzt brauchen wir noch eine Definition, die wir schon öfters mal, glaube ich, erwähnt hatten. Was bedeutet es eigentlich, auf dem Gleichgewichtspfad zu sein? Also wenn Sie ein bestimmtes Gleichgewicht haben in so einem sequentiellen Spiel, ne? Hier ist ein sequentielles Spiel und jetzt sei nun im Gleichgewicht so, dass die Spieler diese Aktion hier wählen. Dann mache ich hier auch nochmal eine Informationsmenge hin. Dann haben wir zwei Arten von Informationsmengen. Wir haben zum Beispiel diese Informationsmenge, die liegt auf dem Gleichgewichtspfad, weil im Gleichgewicht spielen die Spieler so, dass die erreicht wird. Also im konkreten Fall wird eigentlich nur dieser Knoten hier erreicht, aber das weiß der Spieler natürlich nicht. Und insofern wird die Informationsmenge als Ganzes erreicht, weil einer der Knoten davon erreicht wird. Mindestens einer der Knoten. Diese Informationsmenge hier wird allerdings in diesem Gleichgewicht hier nicht erreicht, weil dieser Spieler 2 hier, der biegt nach rechts ab. Der fährt hier nicht lang und wenn der nicht lang fährt hier, dann wird dieses hier nicht im Gleichgewicht erreicht. Und das nennen wir dann off equilibrium. Also eine Informationsmenge wie diese hier, die wird nur off equilibrium erreicht, also außerhalb des Gleichgewichts. Im Gleichgewicht wird nur diese Informationsmenge erreicht. Und die liegt dann auf dem Gleichgewichtspfad. Okay, und das erlaubt uns jetzt die Forderung 3 zu formulieren. Denn jetzt geht es darum, wo kommen eigentlich die Beliefs her? Bisher hatten wir den Belief ja einfach beliebig festgesetzt. Wir haben irgendein P genommen. Okay. Es muss aber eigentlich natürlich irgendwie so sein, dass diese Beliefs auch irgendwas zu tun haben mit den Strategien der Spieler. Und das ist jetzt genau, was die Forderung 3 fordert. An allen Informationsmengen auf dem Gleichgewichtspfad, also erstmal nur solche wirklich, die im Gleichgewicht erreicht werden, werden die Beliefs entsprechend der Bayesian Regel bestimmt, wobei wir einfach meistens nur mit bedingten Wahrscheinlichkeiten hier auskommen. Okay, das klingt erstmal einfach, aber schauen wir uns das mal an in einem Beispiel. Okay, ich nehme einfach mal an, wiederum, der Spieler 1 hätte hier drei verschiedene Aktionen. Dann kommt der Spieler 2 hier unten dran und die Auszahlung brauchen wir jetzt gar nicht. Diese gemischte, und jetzt nehmen wir an, dass der Spieler 1 eine gemischte Strategie spielt im Gleichgewicht. Ja, also die gemischte Strategie heißt, er mischt tatsächlich mit einer bestimmten Sigma 1, spielt er links, mit einer bestimmten Sigma 1 spielt er Mitte und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit spielt er rechts. Das ist seine gemischte Strategie. Okay, und jetzt weiß natürlich Spieler 2 nicht wirklich, ob er am linken oder am rechten Knoten ist. Also in anderen Worten, er weiß natürlich, dass er dran ist, aber er weiß jetzt eben nicht, ob er am linken oder am rechten Knoten ist. Und Forderung 3 sagt nun, es ist natürlich erstmal so, dass diese Informationsmenge natürlich auf dem Gleichgewichtspfad ist, weil sofern die Wahrscheinlichkeit Sigma 1 von L größer 0 ist und oder die Wahrscheinlichkeit von Sigma 1 von M größer 0 ist, ist klar, dass diese Informationsmenge hier erreicht wird. Okay, das heißt, die Informationsmenge ist auf dem Gleichgewichtspfad und damit müssen wir jetzt die Bayesche Regel anwenden. Das ist aber hier relativ leicht. Wie machen wir das? Die Beliefs von dem Spieler 2 müssen so gemacht werden. Wir können das jetzt entweder so hinschreiben und wir sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an diesem Knoten ist. Das ist ja dasselbe in diesem Fall. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler 1 links gespielt hat? Aus Sicht von Spieler 2. Spieler 2 weiß ja nicht, was Spieler 1 gemacht hat. Okay, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er links gespielt hat?
gegeben die Informationsmenge wird erreicht. Das ist diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Die wollen wir wissen. Also der Spieler 2 denkt sich, okay, ich weiß, die Informationsmenge wurde erreicht. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich am linken Knoten? Wir können den auch mal x nennen. Das ist also dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von x. Ja? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an diesem Knoten x bin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich an dem rechten Knoten bin, ist dann 1, die 1 minus diese Wahrscheinlichkeit. Okay. Und das machen wir jetzt wie mit der Bayesian Regel, genauso wie wir das im letzten Video nochmal wiederholt haben. Wenn man diese bedingte Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchte, muss man sie hier einfach umdrehen. So kann man sich das vielleicht am leichtesten merken. Das ist nämlich die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Informationsmenge erreicht wird, gegeben links, mal die Wahrscheinlichkeit, dass links gespielt wird. Das ist die a priori Wahrscheinlichkeit, dass links gespielt wird, geteilt durch die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass die Informationsmenge erreicht wird. Und diese Informationsmenge kann ja auf zwei Arten erreicht werden. Entweder weil der Spieler 1 links gespielt hat oder weil er Mitte gespielt hat. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationsmenge erreicht wird, ist einfach die a priori Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler 1 links spielt plus die Wahrscheinlichkeit, dass er Mitte spielt. Das kann auch ein kleines p sein hier. Okay, und was ist jetzt da oben? Was ist die Wahrscheinlichkeit, diese bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Informationsmenge erreicht wird, gegeben links? Naja, das ist natürlich gleich 1, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Spieler 1 links spielt, dass die Informationsmenge erreicht wird, ist Nummer 1. Da gibt es hier gar nichts mehr anderes. Das wäre nur anders, wenn da noch andere Spieler dazwischen wären, die vielleicht noch irgendwo abzweigen könnten. Aber hier ist es jetzt ganz klar, diese Wahrscheinlichkeit ist 1. Ja, diese Wahrscheinlichkeit lassen wir einfach so stehen. Und was ist diese Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler 1 links spielt? Die wird einfach gegeben durch seine Strategie. Das ist jetzt genau das, wo ich sage, hier ist die Rückkopplung zwischen dem Belief und der Gleichgewichtsstrategie. Im Gleichgewicht spielt der Spieler 1 die Strategie links mit der Wahrscheinlichkeit Sigma 1 von L. Und damit können wir das überall einsetzen und schon haben wir die bedingte Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Ja, jetzt können wir da irgendwas einsetzen, was immer wir eben als Gleichgewicht rauskriegen. Irgendwelche Zahlen, die habe ich jetzt hier nicht angegeben, brauchen wir auch nicht für dieses Beispiel. So wird einfach das berechnet im allgemeinen Fall. Sollte vielleicht sagen, diese ganze Berechnung hier wird noch viel einfacher, wenn der Spieler 1 keine gemischte Strategie spielt. Wenn er zum Beispiel, wie hier gezeichnet, eine reine Strategie links spielt, was musste dann der Belief sein von Spieler 2? Belegen Sie sich das mal. Naja, das ist jetzt ein trivialer Fall. Der Spieler 1 spielt ja auf jeden Fall links und das weiß der Spieler 2. Im Gleichgewicht erwartet er das, besser gesagt. Erwartet also, dass der Spieler 1 auf jeden Fall links spielt. Wenn also Sigma 1 von links gleich 1 ist, in anderen Worten, er spielt die reine Strategie links, dann muss der Spieler 2 natürlich den Belief haben, gleich 1. Ja, also hier geht es, Sie sehen ja, es geht gar nicht anders. Wenn der Spieler 1 hier links spielt mit Wahrscheinlichkeit 1, dann muss der Spieler 2 erwarten, dass er am linken Knoten ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er am rechten Knoten ist, wäre 0. Ja, das erfolgt natürlich ebenfalls auch aus dieser Formel, nur da brauchen wir sie eigentlich gar nicht, denn da ist es offensichtlich. So, und mit dieser Forderung 1, 2 und 3 können wir nun schon eine Variante des perfekt-bayesianischen Gleichgewichts definieren, die manchmal ausreicht, aber für manche Spiele noch zu unbefriedigend ist. Und deswegen nennt man sie ein schwaches perfekt-bayesianisches Gleichgewicht. Das besteht aus den Forderungen 1 bis 3. Wenn Sie also eine Gleichgewichtskombination finden, die 1, 2, 3 erfüllt, dann haben wir ein schwach perfekt-bayesianisches Gleichgewicht. Und es gibt ein paar Spiele, bei denen das schon reicht. Aber es gibt diverse kompliziertere Fälle, wo das hier noch nicht ausreicht. Zum Beispiel, wenn wir drei Spieler haben und wir beobachten, dass Spieler 2 und 3 Wir beobachten, dass Spieler
1 eine Auktion macht, also Spieler 2 und Spieler 3 beobachten das, müssen sie daraus nun dieselben Schlüsse ziehen oder nicht? Das ist eine leicht philosophische Diskussion. Ich empfehle Sie, in Fudenberg und Tirol das Buch zu lesen. Da wird das ganz genau diskutiert. Aber unser schwach perfekt messianisches Gleichgewicht hat noch einen anderen, nämlich sehr gravierenden Nachteil. Und das ist nämlich, dass es nicht immer Teilspielperfektheit impliziert. Also impliziert eben nicht Teilspielperfektheit. Was wir wollen. Wir wollen ja, dass unser perfekt messianisches Gleichgewicht eine strengere Version ist, die also immer die Rückwärtsinduktion in die Teilspielperfektheit mit impliziert. Aber das tut es noch nicht. Wenn wir nur die Forderung 1 bis 3 haben, dann tut es das nicht. Und das werde ich jetzt gleich nochmal an diesem Beispiel hier erläutern. Also Spieler 1 kann das Spiel sofort beenden, outspielen oder er spielt in. Dann kommt er nochmal selber dran und kann links oder rechts spielen. Und dann kommt Spieler 2 dran und kann Linksstrich oder Rechtsstrich wählen. So. Ich behaupte nun, dass folgendes ein schwach perfekt messianisches Gleichgewicht ist. Der Spieler 1 spielt hier sofort out. Dann spielt er hier rechts. Oder er würde es spielen, wenn er dran käme. Und der Spieler 2 spielt Linksstrich. Außerdem brauchen wir natürlich für die Definition eines schwach perfekt messianischen Gleichgewichts noch den Belief. Und der Belief, den habe ich hier spezifiziert mit P gleich 1. Das heißt also, der Spieler 2 glaubt mit Wahrscheinlichkeit 1, dass er am linken Knoten ist. Jetzt gehen wir einfach mal der Reihe nach durch, warum ist das ein schwach perfekt messianisches Gleichgewicht. Die Forderung 1 sagt uns, wir müssen überprüfen, ob der Spieler 2, das ist der einzige Spieler mit einer nicht trivialen Informationsmenge, ob der Beliefs hat. Naja, die haben wir ja gerade hingeschrieben, 1 und 0. Das ist ein Belief, der ist zulässig und damit ist das erfüllt schon. Dann das Wichtigste, Forderung 2. Ist der Spieler, spielen alle Spieler sequenziell rational? Fangen wir unten an, wir machen Rückwärtsinduktion. Spieler 2 glaubt mit Sicherheit am linken Knoten zu sein. Wenn er am linken Knoten ist, kriegt er minus 1. Und wenn er stattdessen rechts spielen würde, Rechtsstrich spielen würde, würde er minus 2 kriegen. Das heißt, er macht alles richtig. Das heißt, Spieler 2 macht alles richtig. Wie sieht es aus mit Spieler 1 an diesem Knoten hier? Der spielt hier rechts und bekommt deswegen dann, wenn er hier starten würde, würde er minus 2 bekommen. Wenn er zu links wechseln würde, würde er minus 3 bekommen. Das heißt also, auch an diesem Knoten macht Spieler 1 alles richtig. Jetzt kommt Spieler 1 noch hier oben dran. Jetzt spielt er momentan out und kriegt damit 0. Wenn er in spielen würde, sehen wir ja, ich zeichne mal den Pfad nochmal ein, wenn er in spielen würde, würde das Spiel sich so entwickeln und er würde minus 2 bekommen. Das heißt, auch an diesem Knoten macht Spieler 1 alles richtig, dadurch, er out spielt. Okay, damit ist Forderung 2 erfüllt, weil sie für beide Spieler oder für beide Spieler haben wir gecheckt, deren Strategien sind tatsächlich optimal, sequenziell rational. Jetzt noch Forderung 3. Wie sieht es damit aus? Wir haben gerade gesagt, Forderung 3 sagt, wenn eine Informationsmenge auf dem Gleichgewichtspfad ist, dann muss sie entsprechend der Bayesian Regel bestimmt werden. Ist diese Informationsmenge auf dem Gleichgewichtspfad? Nun, wenn der Spieler 1 hier outspielt, wird natürlich dieses andere Spiel hier überhaupt nie erreicht. Und damit ist die nicht auf dem Gleichgewichtspfad. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und die Forderung 3 anschauen, was sagt sie?
ist, stopp, hier, in allen Informationsmengen auf dem gleichen Gleichgewicht werden die Beliefs bestimmt. Und das sagt nichts über Informationsmengen, die nicht auf dem Gleichgewichtspfad ist. Damit ist sie natürlich erfüllt, weil sie einfach leer ist. Diese Forderung hier, ups, diese Forderung ist leer. Sie ist nämlich, sie wird einfach hier nicht angewandt, weil die Informationsmenge von Spieler 2 nicht auf dem Gleichgewichtspfad ist. Also ist die Forderung 3 leer und damit automatisch erfüllt. So, jetzt kommen wir aber zu dem Problem mit diesem Gleichgewicht. Dieses schwach perfekt bisonische Gleichgewicht ist nicht teilspielperfekt. Warum ist das nicht teilspielperfekt? Naja, wir haben hier ein echtes Teilspiel. Wie man sieht, das ist ein richtiges Teilspiel. Und jetzt müssen wir überprüfen, was wird in diesem Teilspiel gespielt. Laut dieser Strategie hier wird RL' gespielt. Okay. Ist das ein Nash-Gleichgewicht von diesem Spiel hier? Nein, natürlich nicht, denn wenn Spieler 2 erwartet, dass Spieler 1 rechts spielt, dann würde er als beste Antwort natürlich hier rechts Strich spielen, weil er kriegt ja 1 anstatt minus 1. Also ist das hier kein Nash-Gleichgewicht des Teilspiels. Und wenn das kein Nash-Gleichgewicht des Teilspiels ist, dann ist das Ganze kein teilspielperfektes Nash-Gleichgewicht. Also haben wir jetzt ein Beispiel gefunden, das ist ein schwach perfekt bisonisches Gleichgewicht, aber nicht teilspielperfekt. Und das ist unbefriedigend. Und aus dem Grund gibt es noch eine weitere Forderung. Und das ist die sogenannte Forderung 4, die wir gleich uns anschauen werden. Man muss allerdings sagen, dass in vielen Spielen die einfache Struktur haben, insbesondere Spiele mit nur zwei Spielern und wo beide Spieler nur einmal ziehen dürfen. Und das ist ein Beispiel, was wir uns in dem nächsten Video mal anschauen werden über Signalspiele, werden wir sehen, dass das nie ein Problem sein wird. Und das heißt, dann ist auch das schwach perfekte bisonische Gleichgewicht ausreichend. Hier tritt das Problem auf, weil der Spieler 1 gleich zweimal handelt. Und das ist das Problem. So, was ist jetzt diese Forderung 4? Ich halte mich hier jetzt an die Definition von dem Buch von Gibbons. Die ist etwas vage, aber wenn man es präziser machen möchte, dann wird es wirklich ziemlich kompliziert. Deswegen versuchen wir es einfach mal mit dieser relativ vagen Forderung. Also in Informationsmengen off equilibrium, also außerhalb des Gleichgewichts, werden die Beliefs analog zur Bayesian Regel bestimmt, wann immer möglich. Das ist wie gesagt etwas vage, weil da steht nicht genau, was analog ist, steht nicht, wann immer möglich und so weiter. Aber man sieht es, glaube ich, an Beispielen, wie man es macht und deswegen halten wir das auch so. Man könnte auch eine andere Möglichkeit nehmen, die ist etwas systematischer, allerdings nicht ganz äquivalent, wie man sieht, nämlich folgendes. Man könnte auch fordern, dass ein schwach perfektes bayesianisches Gleichgewicht auch in jedem Teilspiel gelten muss. Das ist ähnlich wie die Definition von Teilspielperfektheit, die ja fordert, dass in jedem Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht gespielt werden muss. Hier würden wir jetzt fordern, dass in jedem Teilspiel auch ein schwach perfekt bisonisches Gleichgewicht gelten müsste. Das würde auch von diesem Beispiel, das wir gerade gesehen haben, würde das loswerden. So, und jetzt haben wir dann unsere schlussendliche Definition. Also, ein perfekt bisonisches Gleichgewicht besteht aus Strategien und Beliefs. Also immer, wenn Sie ein perfekt bisonisches Gleichgewicht hinschreiben, müssen Sie hinschreiben Strategien für jeden Spieler, das können gemischte Strategien sein, und Beliefs, und diese Beliefs schreiben wir oft mit Mühe, oder was auch immer für eine Notation man benutzt, aber man muss irgendwie die Beliefs hinschreiben, die Forderungen 1 bis 4 erfüllen. Okay, also wenn wir prüfen, ob irgendwas ein perfekt bisonisches Gleichgewicht ist, dann prüfen wir die Forderung 1, 2, 3 und dann in manchen Fällen, wenn wir auch noch
Informationsmengen haben, die Off-Equilibrium, schauen wir, ob wir die Bellsche Regel analog anwenden können und dann Forderung 4 anwenden können. Übrigens gibt es in der Literatur eng verwandte Gleichgewichtskonzepte, die Sie vielleicht auch mal lesen werden. Das ist einmal das Sequential Equilibrium, ist auch ein sehr bekanntes Konzept. Und ich hatte schon erwähnt, das Trembling Hand Perfect Equilibrium von Selten. Und beide sind relativ nah verwandt mit dem perfekt bayesianischen Gleichgewicht. Die arbeiten beide mit einer Idee, dass man sozusagen mit ganz kleiner Wahrscheinlichkeit auch mal Fehler macht und so alle Strategien, die man hat, benutzt. Und wenn man alle Strategien, die man hat, benutzt, dann wird natürlich jede Informationsmenge zumindest mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit erreicht. Das sind sozusagen diese Trembles, Zitterer. Und wenn man jede Informationsmenge erreicht, kann man natürlich auch an jeder Informationsmenge die Bayesche Regel benutzen und dann haben wir dieses Problem nicht, das wir hier mit Forderung 4 lösen wollen. So, das war's für die Definition. Im nächsten Video schauen wir uns ein paar Beispiele an und ich hoffe, dann wird es klarer, wie diese Definition umgesetzt wird.